Nee, Leute. Ich hab einen Puls. Ich hab einen Puls. Es reicht ja nicht schon, dass ich gestern in die Nagelstudie gegangen bin und ohne Nägel rausgekommen bin. Gehe ich heute hin und was bekomme ich? Ich sehe einfach aus wie Pepper Woods. Was ist das? Ich habe noch... diese Woche. Ich kann mich so nicht zeigen. Ich kann mich so nicht zeigen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Hauptsache, ich sage ihm so, ich will bitte rosanen French. Was macht er? Macht ihm einfach eine rosane Landstraße. Er sagt so, ja, zum ersten Mal Neukunde, dann nur 50 Euro. Ist ja nicht so, dass es schon regulär 50 Euro kostet. Ich habe einen Grund gefunden, so. Ich kann wieder glücklich sein. Was ist das? Ich bin so sauer. Also ich frage mich ja wirklich, also da hat jemand einfach so diese Flasche aufgemacht, irgendwie eine Schüssel gefunden und ist hier reingeschüttelt. Vor allem, das sind solche Erfrischungsstäbe. Konnte man nicht einfach so die Flasche aufmachen und hier drin schnüffeln? Muss man unbedingt hier die ganze Packung rausballern? Ich dachte mir gerade so, ja, nette Fischbällchen für ein Abendessen, aber das sind einfach so Köter. Gut, dass ich Englisch kann. Ich habe gerade einfach mein Traumkleid gefunden und es ist einfach noch 60% reduziert. Das ist doch Traumglück. Ich kann nicht. Ich bin so glücklich. Und es sitzt einfach perfekt. Nein. Ich glaube, das musste gerade erst sitzen. So, wunderschönen guten Tag. Wir gehen gleich zu unseren Großeltern, weil wir haben Besuch von unserer Verwandtschaft und da gehen wir jetzt hin. Und irgendwie will ich meine Halskette abmachen, die ich irgendwie schon, glaube ich, seit meinem Geburtstag anhatte. Ich glaube, ich habe sie an meinem Geburtstag angezogen und nie wieder ausgezogen. Keine Ahnung, ich mag es halt voll Schmuck und ich kaufe mir immer wieder welchen, aber irgendwie komme ich nicht dazu, ihn zu wechseln. Weil es gibt Leute, die wechseln das irgendwie jeden Tag und ich kann das nicht. Also nicht, weil ich das nicht könnte, aber irgendwie... keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach Aufwand. Es ist schon mir genug, irgendwie ein Outfit zu finden, auszusuchen und dass es gut aussieht und dann irgendwie mich darin wohlzufühlen. Das ist schon eine Challenge. Und dann noch Schmuck? Nee. Dann wird es mir zu viel. Ich glaube, ich weiß jetzt, woher meine schlechte Stimmung kommt. Immer wenn es dunkel wird. Oder wenn sich es zu dunkeln verdunkelt. So. Weil solange es hell ist, bin ich glücklich. Aber dann werde ich irgendwie zu einer anderen Person. Also nicht, dass ich... ja, keine Ahnung. Ja, nee, ich glaube, ich werde irgendwie nachdenklicher. Und da kommen die meisten. Da kommen immer die meisten Gedichte auf. Wir haben jetzt Abend und ich glaube, ich bin erst jetzt darüber bereit zu sprechen, was diese Nacht passiert ist. Weil ich war bis vor kurzem noch so ein bisschen damit beschäftigt, beziehungsweise nicht beschäftigt, sondern der Nachwirkungen und Schock. Ich hatte heute Nacht wieder eine Schlafparalyse, beziehungsweise ich habe ja vorher auch so drüber geredet, ja, Schlafparalyse, aber ich weiß halt nicht, ob es jetzt eine Schlafparalyse oder Albtraum ist, weil im Albtraum kannst du ja auch zum Beispiel von der Höhe fallen oder irgendwie ersticken, ertrinken, sonst noch was und das so real fühlen. Die letzte war schon ein bisschen länger her und da habe ich ja so gemeint, ja Leute, das war die schlimmste. Ich habe gedacht, ich sterbe, weil ich wurde 6-mal hintereinander irgendwie gewürgt. Die war im Vergleich zu der heutigen ein Zuckerpüppchen. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ich diese Nacht ins Irrenhaus eingewiesen werde. Aber bei jeder davor war das so, dass ich wusste, dass es eine Schlafparalyse oder Albtraum ist und dass es bald aufhört. Ich habe mir jedes Mal so gedacht, zum Beispiel bei der letzten, ja, er wirkt mich zwar jetzt, aber es hört gleich auf. Du musst nur ein bisschen aushalten. Bei dieser habe ich gedacht, dass es tatsächlich darum geht, dass ich jetzt sterben werde. Vor allem, weil es so real war. Wir waren ja gestern bei Besuch. In diesem Traum saß ich genau auf dem Platz, wo ich gestern saß. Und dann ging meine Oma so vorbei an der Tür. Und ich habe sie halt so gesehen, wie es vorbeiging. Dann habe ich mich wieder zu denen gedreht, habe so geredet. Und dann drehe ich mich um und dann sitzt meine Oma plötzlich neben mir. Und ich habe mich halt so erschrocken. Vor allem auch die anderen haben sich erschrocken. Haben gesagt so, ja, wie kommst du jetzt plötzlich hierher? Und dann hat sie mich irgendwie so angefasst.
Und ich wollte das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich hab irgendwie so gemacht. Und dann hat mich angefangen, jemand zu würgen. So wirklich. Und vor allem, ich habe immer noch nicht gecheckt, ob das sie war oder jemand anders, weil wenn mich jemand würgt, dann sehe ich halt nicht so das Gesicht. Also hab ich, glaube ich, bis jetzt nie gesehen. Ich spüre einfach nur so diese Hand. Es fing auch noch so normal an und ich dachte mir so, ja, Gott sei Dank, so habe ich noch so die Nase und den Mund frei, kann ich noch atmen. Und dann wurde es halt so richtig krasser, dass ich dachte, ich falle gleich in Ohnmacht oder ich werde jetzt erstickt. Ich wurde noch nie in meinem Leben so gewürgt. Und plötzlich geht das ganze Bild weg, so wie weggewischt, war alles dann so weiß, wie in Filmen, wie man es kennt, wenn jemand dann irgendwie so Herzstillstand oder so hat. Und dann nur noch dieser Ton, wenn das Herz ausbleibt. Nach diesem Herzstillstand-Geräusch mache ich so. Ich kann das nicht beschreiben, was mit mir abgegangen ist, weil bei allen anderen Schlafparalysen bin ich halt immer so, immer danach so eingeschlafen, auch wenn ich irgendwie dreimal aufgewacht bin und danach nochmal gewürgt worden bin, dachte ich mir so, ja, ich bin müde, ich schlafe jetzt ein, scheißegal. Diese Schlafparalysen kommen immer so um eine Uhrzeit, ich glaube zwischen 1 und 3. Ich habe auf die Uhr geguckt und die so war das 2:27 Uhr oder so. Als ich so reanimiert worden bin, also aufgewacht bin, dachte ich, ich bin gestorben oder ich sterbe. Ich hatte noch nie sowas. Ich war schweißgebadet. Mir war heiß. Mir war schwindelig. Ich habe gezittert. Ich hatte dann plötzlich Kälteausbruch. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Einschlafen konnte ich auch nicht. Und ich hatte diesen Griff, diesen Schmerz von diesem Griff, hatte ich die ganze Zeit. Und ich habe den immer noch. Ich spüre den immer noch. Und das ist das Gruseligste. Ich hatte Herzschmerzen. Habe ich jetzt am Abend nicht mehr so, aber halt mittags noch die ganze Zeit gehabt. Ich wusste nicht, was mit mir gerade passiert. Ich konnte aber auch nicht einschlafen, also nicht, weil ich Angst hatte, dass mir das nochmal passiert oder sonst was, sondern weil ich einfach nicht konnte. Ich war wie besessen irgendwie. Ich konnte auch nicht so richtig gehen, weil ich war ja gerade in einer Schlafparalyse und da kann man sich normalerweise nicht bewegen. Meine Füße waren wie Watte. Ich konnte gar nicht mehr nachdenken. Ich bin einfach zu meinen Eltern gegangen, irgendwie gewatschelt, habe die Tür so aufgemacht und bin dann vor deren Bett zusammengebrochen. Ja, ich habe geweint. Ich habe geschrien nicht, aber so, keine Ahnung, so. Ich lag so vorm Bett und meine Mutter dachte, ich wurde ver. Für mich war das ja so klar, so, was passiert ist, aber was hätten sie sich denken können, wenn ich so reinplatze und zusammenbreche und heule? Ja, auf jeden Fall habe ich. Habe ich. Habe ich dann heute Nacht mit meinen Eltern geschlafen. Ist mir auch scheißegal, bis jemand cringe, krank oder verstörend alles findet, weil im Prinzip ist es mein Kanal, das ist mein Tagebuch, ich rede über meine Gefühle, das ist nur für mich und für keinen anderen, wer das sich anhört, der ist selber schuld. So. Ich mache das nur für mich selber, als Erinnerung. So ja, ich habe mein. Erstens einmal auch, glaube ich, wollte ich eine Beruhigungstablette. Und das zweite ist, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in meinem Zimmer geblieben. Pick me. Ich glaube, ich wäre wirklich gestorben. Weil mein Herz ist fast rausgeflutscht. Ich habe auch eine oder 1,5 Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Und dann auch immer wieder so aufgewacht. Also, das war mein schlimmster Tag, glaube ich, heute. Tatsächlich. Also ich hatte die auch sehr lange nicht mehr. Man weiß hier nie, woran es liegt. Es gibt so bestimmte Punkte, die da sein können, so zum Beispiel Stress oder Schlafmangel, keine Ahnung was. Aber bei mir hat es einfach nie an Schlafmangel gelegen, weil ich kann auch die ganze Nacht nicht durchschlafen und ich bin fit und hatte sowas nie. Wahrscheinlich ist es einfach so eine Komponente aus vielen Sachen oder einfach diese Aufregung, weil Gäste da waren oder was weiß ich, aber. Bestes Vorstellungsvideo. Ich habe heute über meine Eltern gesprochen. Ich stelle mir immer vor, wie, also wenn jetzt jemand neben mir gelegen hätte, was diese Person für einen Schock gehabt hätte, wahrscheinlich. Also hätte ich wahrscheinlich auch gehabt. Also ich weiß halt auch nicht, ob man während der Schlafparalyse sich irgendwie bewegt oder irgendwie was sagt. Aber auch alleine. Meine Mutter hat mir auch vorhin hier
den Blutdruckgerät dagelassen. Wirklich. Mein Gott.